hochkarätiges Publikum heute Abend. Wir freuen uns auf eine kurzweilige Diskussion. Das Thema ist ja heute Abend der lange Weg zum Profisport. Frage an den Turnierdirektor im Tennis. Gibt es über die letzten 10, 20 Jahre eine deutliche Leistungssteigerung in der Weltspitze? Ich bin schon der Meinung, dass die Leistungssteigerung enorm ist. Und es ist ja nicht anders als in anderen Sportarten auch. Die Spieler werden ja schon von Jugend an ausgebildet. Ein Tennisspieler, der jetzt in der Weltrangliste spielt, der hat nicht mit 20 Jahren angefangen, Tennis zu spielen, sondern mit fünf oder vier Jahren die ersten Softbälle gespielt und gute Trainer gehabt. Und nur so geht es kontinuierlich bergauf. Jochen, für dich im Wintersport nochmal, ich möchte so ein bisschen in die Jugend nochmal eindringen. Wie ist die Entwicklung im Wintersport? Ist es durch die erheblich häufigere Fernsehfrequenz schon populärer geworden, Langlauf zu betreiben, Biathlon zu betreiben? Also ich sag mal, es ist sicherlich so, dass natürlich die Wettkampfformen sich geändert haben und es attraktiver wurde, den Langlauf auch zu schauen. Der Jugendbereich, natürlich kriegst du irgendwo, wenn eine Evi Sachenbacher, ein Axel Teichmann, ein Tobias Angerer im Fernsehen kommen, sind das schon Vorbilder und das tut uns auch gut im Nachwuchsbereich. Nur man muss dann immer wieder feststellen, dass der Nachwuchsbereich eben manchmal eben dann doch diesen langen Atem nicht hat, wenn er dann mal merkt, wie viel denn eigentlich dafür nötig ist, um dahin zu kommen, wo diese Helden dann eben auch sind. Was Trainingsfleiß dahinter steckt und Stunden und nicht eben nur ein Jahr und dann will ich das und dann soll das alles gehen. Sondern bei uns ist es, das denke ich, ist ein bisschen unterschiedlich zum Tennisbereich. Es ist eine Aufbauarbeit, die du einfach über Jahre kontinuierlich machen musst. Frage an den Sponsor, Herr Helwig. Wir haben ja die schwierige Situation, dass wir heute eigentlich in Kassel über den Breitensport, leicht gehobenen Spitzensport sprechen und im gleichen Satz eigentlich auch die Spitze unterstützen wollen, die absolute Spitze. Ist das als Sponsor eine schwierige Situation oder sehen Sie wirklich die gesunde Breite und sagen, wenn es dann in die Spitze geht, freut uns das sehr? Also zunächst mal sind wir ja eine besondere Sorte von Sponsor. Wir sind ein öffentliches Unternehmen, ein Unternehmen, das für alle Bürger in Kassel da ist. Und unser primäres Ziel ist, Strom, Gas, Wasser und Wärme den Bürgern hier in Kassel zu günstigsten Bedingungen anzubieten. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass wir auch eine Verpflichtung haben, dass sich die Menschen in Kassel wohlfühlen. Das tun wir auf der einen Seite, indem wir für die Infrastruktur sorgen, dass, wenn sie nach Hause kommen, das Licht einschalten, dass Strom da ist und so weiter. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass wir mit unserem Geld vorsichtig umgehen müssen. Das heißt, wir werden nicht mit großen Summen einzelne Spitzenleistungen fördern. Das wird der große Teil der Bevölkerung nicht akzeptieren. Aber wir gehen in die Breite und versuchen, so viel verschiedene Interessen wie möglich, sowohl im Sport als auch in der Kultur, zu unterstützen. Dankeschön, Herr Helwig. Dieter, auch an dich die Frage. Du bist ja tätig mit der Dieter Müller Fußballschule. Wie hat sich die Fußballjugend in den letzten 10, 20 Jahren verändert? Hat sie sich verändert? Gibt es da ein deutlich sichtbares anderes Verhalten oder gibt es nach wie vor die Jungs, die sagen, ich möchte in die Bundesliga, ich möchte Nationalspieler werden oder ist auch da der Weg sehr, sehr weit und es ist viel Streichleinheiten oder auch Peitsche gefragt, um die guten Jungs durchzubringen? Naja gut, da muss man erstmal differenzieren. Die Jungs, die zu mir kommen, die wollen Spaß haben. Das ist ja mehr ein bisschen eine Beschäftigungstherapie. Da hat man eine Aufgabe, eine Pflicht gegenüber den Jungs oder ich habe auch Mädchen, dass die in der Woche Spaß haben, Freude und das wollen wir vermitteln. Und viele kommen ja, ich unterstütze ja auch viele soziale Projekte und teilweise Kinder, die aus sehr schwierigen sozialen Verhältnissen kommen und denen will ich einfach auch in dieser Woche was Gutes tun. Und ich habe gute Trainer und ich mache das mit Leidenschaft. Also ich muss auch immer wieder sagen, für die Kinder ist es unheimlich schwierig. Die leben heute unter einem ganz anderen Druck. Ist viel, viel schwieriger geworden. Also ich bin ja auch damals als Jugendnationalspieler, ich habe es da einfacher und ich sehe bei Kickers Offenbach oder Eintracht Frankfurt in der Jugend, was da schon verlangt wird, das ist schon enorm. Also ich bin immer der Auffassung, das werden hier mir meine Kollegen auch bestätigen, dass die Jugend heute viel schwerer hat wie wir und dass es der Druck enorm ist. Ich muss ein bisschen abspicken, der Lars hat bis 2007 professionell
Tennis gespielt, beste Weltranglistenposition war? Über 200. Über 200, also eigentlich auch von der Liga, von dem Level, von dem wir heute sprechen. Du trainierst aktuell welche Spieler? Den Peter Gojovcik, der hier mitspielt, ist der aktuelle deutsche Meister. Dann bin ich zusätzlich der Tourcoach von Philipp Hetschler, der im Wimbledon Moment ist, und habe noch einen dritten Spieler, den Marc Cuminelli, der ist aktuell die Nummer 3 in der Schweiz. Okay. Musstest du ein bisschen schmunzeln, als die alten Hasen mit Respekt Trainergeschichten, Spielergeschichten erzählt haben, oder kennt man das als aktiver Spitzensportler auch? Diese Geschichten gibt es im Tennis auch, nicht nur im Fußball und im Langlauf.